Über vieles hatte sie nachgedacht, um das Haus warm zu halten. Ich muss gestehen, ich habe in der Zeit ganz, ganz schlecht geschlafen, weil ich echt nicht wusste, wie das weitergeht. Und ich habe auch echt überlegt, naja, man könnte sich vom Haus auch trennen. Möchte ich aber eigentlich nicht. Und jetzt? Muss ich das hören? Es beruhigt mich sehr. Es beruhigt mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, wieder an dem Platz, den ich hier habe, eine Heizung einbauen zu können und innen keine baulichen Veränderungen vornehmen zu müssen. Okay, tschüss. Kunden beraten und beruhigen. Das neue Heizungsgesetz hat das Berufsleben von Christoph Lalois verändert. Eigentlich sind wir dafür da, Problem erkennen, Problem lösen und auf Wiedersehen. Aber mittlerweile sind wir ja nicht nur Planer, sondern auch vor allen Dingen Seelentröster und Hoffnungsgeber, dass alles gut wird. Die gesetzlichen Vorgaben sind kaum durchschaubar. Viele fühlen sich überfordert. Eine warme Wohnung muss bezahlbar bleiben, auch in Zeiten der Wärmewende.